Leute und herzlich willkommen zu einem Bug Review. Vor längerer Zeit gab es ja schon mal Bug Reviews auf dem Kanal vor GeiselPs und ja, es sind halt länger keine mehr gekommen. Das hat auch einen Grund, den ich gleich erklären werde. Und zwar war das Problem, dass die 1.5 damals noch, da waren schon ziemlich wenige Bugs und deswegen konnte ich auch nicht so viel herzeigen. Doch jetzt gibt es wieder neue Bugs und ja. Auf jeden Fall, in jeder Folge kommt ein Bug. Das ist jetzt die erste Folge zu der 1.6. Warum habe ich hier Kartoffeln eingesammelt? Ich wollte noch kurz erläutern, um was es hier geht, um welchen Bug. Und zwar, es geht um den Bug, also mehr oder weniger um den Block 95. Er hat keine Textur. Dafür habe ich extra das Default-Texture-Pack reingegeben. Und ich zeige euch den gleich mal. Hier. Man kann ihn nur durch Too Many Items oder den GIF-Befehl bekommen. Sonst ist das nahezu unmöglich. Ich werde hier einfach ein paar placen. Und ihr seht, die Blöcke verschwinden von alleine. Ich werde mich hier draufstellen. Und, da ist er schon weg. Und da ist der nächste weg. Ehrlich, Leute, ich mache hier keine Cuts rein. Es ist wirklich so, die Blöcke verschwinden von alleine. Alle Mods, die in den zukünftigen Videos auch kommen werden, ich habe sie alle selbst schon vor dem Video getestet und alles tausendmal herumprobiert. Oder ich habe kräftig recherchieren müssen oder ich habe manche sogar selbst erfunden, wie diesen Pack. Und ja, logisch, das ja, das war mal wieder klar. So, like a Paco halt. Das schaff echt nur ich, dass nur diese Blöcke übrig bleiben, die dann aussehen wie ein Schumpelschwanz. Ja, auf jeden Fall, ich habe das Ganze jetzt eigentlich schon einmal aufgenommen und schon wieder die Kartoffeln, hui. Und da hatte ich leider einen dummen Soundfehl. Ich hatte nämlich in Outer City das Mikro etwas zu laut eingestellt. Ja, ich bin Genius und ja, man kann die mit einem Klick abbauen, das ist richtig nice. Und was ich euch wirklich empfehlen kann, packt Worldedit auf einen Bucket-Server. Macht den ganzen Boden, also einfach hier so wegmachen, also da bis zum Bedrock runter, dass nichts mehr da ist. Packt das drüber, spielt dann Spleef, aber ohne das, ihr könnt dann sogar mit den Händen so abbauen und es ist noch eine Stufe schwerer, da die Blöcke von alleine verschwinden. Und das ist dann so eine Art Hardcore-Spleef. Das werde ich vielleicht sogar nochmal eine Map dazu machen und die auch zum Download geben. Und auf jeden Fall, das war der erste Part von dem Bug Review, das letztes Mal ziemlich gut bei euch angekommen ist. Ja, ich hoffe, das kommt auch ziemlich gut bei euch an. Und dann halt mal, bye Leute.